by the Holy Spirit, I hereby pronounce you united under the everlasting Son. So. Wir haben quasi noch mal ein Hard Reset gemacht von der Hochzeit. Darling. So, mal gucken. Oh, das sieht ja süß aus. Na, ohne mal. Na, das speichern wir. Das speichern wir. Was gibt's noch? Auf dem Kirchenboden sitzen ist auch geil. Brauch halt neues Thumbnail zum so, ne? Lol, es gibt so viele. Jetzt mal ganz im Ernst. Okay, das ist eher was für draußen. Das sieht auch noch cool aus. Das ist aber auch eher was für draußen. Was? Warum sie mir? Okay. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ich wollte gerade Grand Theft Auto sagen. Ja, fast. Ja, natürlich. Jo, Grube geht. Ich wollte noch mal in den Moment einsteigen, noch ein paar Fotos machen tatsächlich. Jetzt ziehen wir erstmal wieder den Anzug aus. Auf jeden Fall hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play My Time at Portia mit mir, dem Tobi. Ich wollte mir das noch mal im etwas ausgeschlafenen Zustand angucken und ich dachte, ich nehme euch da einfach mal mit. Außerdem fand ich es doof, dass ich den einen Tag gestern übersprungen habe. Und deswegen. Habe ich das so gemacht? Hui. Abkürzung. Ich habe mir gestern ein paar
Informationen zukommen lassen. Oder bevor ich schlafen gegangen bin, habe ich noch ein paar Informationen. Ja, Sonja, sofort. Wir wissen ja auch schon, was du gerne hättest. Oder das nicht, haben wir das schon gemacht. Entschuldigungsbär, ach du Kacke. Also aus dem Osten, Kochmeister. Beschäftiger Bauernhof. 500 Designproben. Da sind die wieder offen. 500. Und 300, also 800. Wir haben aktuell 500. Weil erstmal sind nur diese fünfhundert wichtig. Die Hühnerohrringe. Wenn Emily die haben möchte, dann bekommt sie die natürlich auch. Wenn das meine Frau sehen würde, gerade verheiratet und direkt ins Casino. Ach du Kacke. Wobei, mein Porsche ist, glaube ich, in Vegas. Hat Spaß. Habe ich denn gerade? 65. Wir haben es fast geschafft. Aber so wird das nicht. So schon eher. Ja. Mensch, kurz kratzen. Da. Alter, geht's. Na super.
Auch wenn ich tatsächlich noch ein bisschen nach dem Teleskop geguckt hatte. Aber davon findet man tatsächlich relativ wenig. Ist gar nichts. In Relation eher gar nichts. Weil man findet zwar, dass die sich darüber unterhalten. Und dann, dass sich noch wer über ein Teleskop unterhält. Dass sich noch jemand über den Weltraum unterhält. Aber das war's dann auch. Wir haben Sophia ja gesagt, dass wir Emily gut behandeln. Wobei, das hätte ich glaube ich auch gemacht, wenn wir es ihr nicht gesagt hätten. Verdammt. Was ist das denn? Ein Besprechungstisch, ah ja. Ja, das mit der Mittagstür machen wir gleich. Hatte Sonja nicht gerade noch was? Anscheinend nicht. Hi! Dr. Shu, my idol. Every time I think of him, my heart. Ich dachte, er sagt jetzt was von der Hochzeit. Ach, Higgins, Higgins, Higgins. Higgins, was machst du nur? Ja, da habe ich wohl einen Fehler gemacht. Dafür brauche ich erst wieder Qualitätsleder. Dafür brauche ich erst wieder Faserstoff. Mitesserin.
Gut, den Aufzug habe ich schon fertig. Ja, hier sollte man auf jeden Fall stehen. Da kann man auch ohne Bedenken stehen. So, streicheln. Oh Leute, da ist Emily. Gruppenfoto. Nee, mit den Maschinen im Hintergrund geht das gar nicht. Müssen wir wann anderen Mal machen. Darling. Läuft sie hier rum oder was? Schade, hätte ja sein können. Das ist quasi nur in der Kirche und ich denke. Oh ja, muss ich noch aufhängen. Da wähle ein Foto aus. Das sieht doch ganz cool aus, oder? Das wehgetan. Ernsthaft jetzt? Du entschuldigst dich bei mir, weil ich aus der Tür rausgehe? Das Tolle ist ja tatsächlich, dass Emily hilft. Wie viel Geld haben wir? 40.000. Boah. Achso. Im Ladebalken habe ich gelesen, dass der Mysteriöse auch am 27. da ist. Vielleicht ist deswegen viel geschlagen.